Passau, junge Universitätsstadt mit barockem Stadtbild. Ausgangspunkt einer Schiffsreise quer durch Bayern. Die Reise geht für 100 Passagiere und 30 Besatzungsmitglieder auf der Elegant Lady über die Donau, den Main-Donau-Kanal, den Main bis hin zum Rhein. Sehr angenehm. Erstes Beschnuppern der Mitreisenden auf dem Sonnendeck. Erste Sehenswürdigkeiten am Ufer, erste Gespräche. Die nächsten 10 Tage verbringen sie gemeinsam. Und schon erreicht das Schiff die erste Schleuse. Ein anderes Kreuzfahrtschiff liegt schon dort. Und dann geht es für Steuermann und Crew um Millimeterarbeit. Fünf weitere Schleusen erwarten das Schiff bis zum ersten Etappenziel Regensburg. Um von der Donau bis zum Main zu gelangen, muss das Schiff mit Hilfe von Schleusen auf über 400 Meter hochgehoben werden. Schnelles Vorankommen und Schleusen, das geht nicht zusammen. Aber das stört von den Passagieren hier niemanden. Angenehm verbringen sie die Wartezeit bei Kaffee und Kuchen, zusätzlich unterhalten durch die Arbeiten der Crew draußen vor dem Fenster. Lady darf als erstes aus der Schleuse heraus. Und dann geht die Reise auf einen der landschaftlich schönsten Donauabschnitte. Von Straubing bis Vilshofen darf der Strom auf einer Länge von 70 Kilometern ohne Kanalwände frei fließen. Es gibt keine Staustufen. Der Staustufenausbau war lange geplant und lange umstritten. Erst im Jahre 2013 hat sich die bayerische Staatsregierung hier gegen eine Staustufenkanalisierung entschieden. Und so konnte diese einmalige Kulturlandschaft mit ihren Auwäldern, Nebenarmen und Altwassern erhalten bleiben. Reiseleiterin Tatjana Pierau hat die Passagiere unter Deck versammelt. Sie organisiert die Ausflüge und ist rund um die Uhr Ansprechpartnerin der Passagiere. Wie war das bei Ihnen, dass Sie auf die Schiffe wollen? Oh je. Schuld daran sind die Piratenfilme. Errol Flynn ist schuld, dass ich zur See wollte. Nein, ich wollte eigentlich als Kapitän zur Hochsee gehen.
Ja, das hat dann nicht geklappt. Also es gab nicht so die Ausbildungsmöglichkeiten, wie es vielleicht jetzt geht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann gehe ich jetzt erstmal nach New York, weil es auch ganz interessant war. Und aus dem familiären Grund bin ich dann von New York zurück. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt in München ist mir eigentlich doch irgendwie zu langweilig, so ein Bürojob, nö, mache ich jetzt nicht. Und da habe ich mich dann beworben und genommen worden. Das war jetzt auch schon, wie gesagt, ja, über 30 Jahre her, den Hochsee gemacht. Und seitdem bin ich dabei. Und man sagt immer, ja, wenn du 4 Jahre dabei bist, kannst du so gut wie nicht mehr runterkommen. Da hatten sie damals noch ganz andere Verträge, dann so einen Saisonvertrag. Und dann kam also der nächste Katalog, oh, das kenne ich noch nicht und das kenne ich nicht. Und da will ich dann auch noch hin. Und dann so läppern sie Jahre dann daher. Und als ich dann immer Urlaub hatte von der Hochsee, dann war es mir auch wieder zu langweilig. Und dann hat man mich so ab und an mal auf den Fluss gesetzt. In der Küche wird das Abendessen vorbereitet. Die gesamte Crew des Schiffes stammt aus Bulgarien. Nur der Chef-Caterer Donato Marchi ist Italiener. Was muss er denn so an Vorräten einlagern, bevor es auf Fahrt geht? Für eine Reise, das sind ca. 300 Kilogramm Fleisch, ca. 200 Kilogramm Fisch, insgesamt Milchprodukte, Joghurt, Käse, Milch und so weiter. Wir haben ca. 400 Kilogramm an Bord. Wir haben ca. 15 Kartons mit Brot und in einem Karton steht ca. 100 Stück. Wir haben immer 15 Dosen mit Eis. Wir haben ca. 60-70 Kisten mit Obst und Gemüse. 100-120 Kilogramm Kartoffeln, 75 Kilogramm Zwiebeln. Aber es kann doch auch mal sein, dass mal was ausgeht, oder nicht? Muss sonst einer schnell zum Supermarkt laufen und was holen? Oh, das ist nicht das erste Mal. Ja. Das ist ganz normal. Am letzten Moment, wir haben keine Petersilien oder keine, das ist ganz normal. Je nach Fahrtziel sind immer mal andere Nationalitäten an Bord. Muss er da nicht die Speisen anpassen? Wir wissen, die Französisch, das ist mehr Süßigkeit am Frühstück, mehr Käse, Buffet. Mit Englisch, das ist die Spezialsache, seine Wurst, sie möchten, Ahornsirup, Marmelade, diese Bitter-Orange-Marmelade, diese spezielle Soße von England. Das heißt, die Deutschen sind bescheidener. Die Deutschen, das ist nicht eine schwierige Gäste. Für mich sind die perfekte Gäste. Glutrot leuchtet der Abendhimmel über der Donau. Drinnen im Restaurant gibt es das erste Abendessen. 5 Gänge werden serviert, vom Lachs Carpaccio bis zum Tiramisu. Auf der Elegant Lady essen die Gäste 5 Mahlzeiten am Tag. Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Abendessen und einen Mitternachtssnack. Das Küchen- und Servicepersonal gibt sein Bestes, um einen perfekten Eindruck zu hinterlassen. Hat sich die Mühe gelohnt? Wie hat es Ihnen denn geschmeckt? Doch, wunderbar. Also das erste Mal, dass wir so eine Schiffreise machen. Und ich bin überrascht, passt alles. Es war Fisch, es war Geflügel. Es war vegetarisch, also hat mir sehr gut geschmeckt. Hat wunderbar geschmeckt. Hätten wir hier andere Passagiere auch kennen? Natürlich, naja, die Älteren sind ja fast nur ältere Leute. Kommen wir schon mal ins Gespräch. Wie sind denn noch die Jüngeren? Währenddessen unter Deck kurze Wartung des zuverlässig dröhnenden 1000 PS Dieselmotors.
Die Mannschaft hatte sich auf dem Achterdeck bequem gemacht. Der Kapitän hält Wacht. Und wie lange dauert das, bis man Kapitän wird? Normalerweise 6-7 Jahre. 5 Jahre habe ich Navigation für Hochseeschiffe gelernt und endlich platzte ich an der Donau. Ich finde ja, man sieht gar nichts draußen. Warum machen Sie denn nicht die Scheinwerfer an? Weil wir kein Lastwagen sind. Das ist ein Schiff und muss man immer mit Radar fahren. Wenn ein Schiff gegen uns kommt, dann kann er auch seine Scheinwerfer einschalten und sehe ich auch nichts. Jetzt erwarten wir ein Schiff, die ist momentan Abstand 5 Kilometer schon. 5 Kilometer, das dauert ja noch lange, bis das hier ist, ne? Ja, wenn die unsere Zusammengeschwindigkeit fast 20, 25 Kilometer, das bedeutet zwischen 8 und 10 Minuten. So schnell dann doch. Ja. Kann man schon am Radar erkennen, welches Schiff das ist? Nein, das ist nicht von Radar, sondern von diesem Gerät da. Aha. Das ist die automatische Identification System, ICE genannt. Und hier auf die Tresco sehe ich die Name und die Messe, 105 mal 11 Meter. Geschwindigkeit, momentan fährt er mit 13,3 km. Bestimmungshafen ist Linz in Österreich. Das ist, die ist drin eingetragen, wie Daten. Und ich muss bestimmt Platz für Begegnung finden, weil hier die Strecke ist nicht weit und steht über bestimmte Strecken Begegnungsverbot. Aber hier auch sind die Tiefe, momentan haben wir 1,2, 1,1 oder 1 Meter unter das Boot. Mhm. Aber das ist ganz normal hier, an dieser Strecke des, der Donau. Das Schiff, das jetzt ankommt, wann rufen Sie das an? Das ich habe noch Zeit. Mhm. Das Schiff ist die ganze Nacht durchgefahren. Am nächsten Morgen legt es in Regensburg an. Frischwasser wird nachgefüllt. Alles, auch die Brot, sie kommt schon fertig, aber roh. Und wir backen jeden Tag zweimal Teile. Früher Frühstück und früher Abendessen frisch. Mit Rührei und frischem Obst startet der neue Tag. Nach dem Frühstück machen sich die Passagiere auf zu einem Stadtrundgang durch das UNESCO-Welterbe Regensburg. Vom Hafen geht es los, vorbei am Salzstadel und der Steinernen Brücke. Die Brücke wurde im 12. Jahrhundert gebaut und zählt zu den Wahrzeichen der Stadt. Voller Pracht erstrahlt der Regensburger Dom, die einzig gotische Kathedrale Bayerns. Durch enge Gassen geht es zum Rathausplatz. Wie so viele Ecken der Altstadt verströmt er mittelalterliches Flair. Noch ein Abstecher zur historischen Wurstkuchel, bevor es wieder an Bord geht. Entspannen auf dem Sonnendeck.
Der perfekte Moment. Just a perfect day. Drink sangria in the park. Ein Ausflugsschiff bringt die Passagiere von Kelheim zum Donaudurchbruch, vorbei an der Befreiungshalle von Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze. Continue looking to the right. You can now see two churches at the base. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later a movie too. And then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Der Donaudurchbruch ist eines der schönsten Geotope in Bayern und ein sehr beliebtes Ausflugsziel. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Bis zu 80 Meter hohe, markante Felspartien ragen seitlich empor. Ein atemberaubendes Naturschauspiel. Wasser, Felsen, Pflanzen. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Kloster Weltenburg, idyllische Lage und prachtvolle Barockarchitektur. Die Benediktinerabtei zählt zu den ältesten Klöstern Bayerns. Ein Bier aus der berühmten Klosterbrauerei rundet den Ausflug ab. An Bord der Elegant Lady geht es beim heutigen Mottoabend zünftig zu. Zum Oktoberfest lassen sich die Gäste ein Spanferkel schmecken. Ein Reiseleiter ist für kleine Babychen auch da. Ich bin dafür da, dass der ganze Ablauf gut geht hier. Wirklich, man muss 24 Stunden unterwegs sein, für die Gäste da sein. Man weiß ja nie, was ist. Und das schafft man selbst auch nur dann, wenn man jetzt nicht 6, 7, 8 Monate durcharbeitet. Das geht gar nicht. Da muss man so ab und an wieder abschalten und dann runter vom Bord und dann mal nichts sehen. Und dann sich wieder neu wieder einsetzen für das, was man vorhat. Try to keep you close to me, but life got in between. An Nürnberg vorbei fahren die Flusskreuzfahrtschiffe auf dem Main-Donau-Kanal, der nach gut 170 Kilometern bei Bamberg in den Main mündet. Erbaut wurde diese sogenannte Bundeswasserstraße zwischen 1960 und 1992, also über 30 Jahre lang. Der Kanal verbindet, wie der Name schon sagt, den Main mit der Donau und ist somit Teil einer Schifffahrtsstraße vom Schwarzen Meer bis hin zur Nordsee. Flüsse und gebaute Kanäle waren und sind bis heute wichtige Transportwege. Eigentlich für die Güterschifffahrt. Doch seit einiger Zeit erleben Personenschiffsreisen einen wahren Boom. An die 1000 Kreuzfahrtschiffe passieren jedes Jahr allein den Main-Donau-Kanal. Die Zahl hat sich in den vergangenen 15 Jahren nahezu verdreifacht. Über Forchheim,
Buttenheim und Altendorf geht die Fahrt weiter nach Bamberg. Fränkische Kaiserstadt, Bischofsstadt, UNESCO-Welterbe. Auf einem Rundgang erkunden die Flussreisenden die Sehenswürdigkeiten. Gott sei Dank hatten wir zu dieser Zeit 63 Brauereien. Und Bamberg wurde wirklich nie flächenmäßig zerstört. Das ist wirklich ein großes Glück. Seit Dezember 1993 ist Bamberg UNESCO-Welterbe, weil wir auf einzigartige Weise wirklich exemplarisch das Mittelalter präsentieren. Klein Venedig, malerisches Ensemble der Fischerhäuser an der Regnitz. Gegenüber liegt das Café Sandbad. Also aktives Gefängnis, aber das Gefängnis in Deutschland mit der schönsten Lage. Also die Aussicht ist toll. Das war hier in Bamberg eigentlich ganz wichtig, dass wir diesen Hafen hier hatten. Wir hatten auch das Stapelrecht. Das heißt, wenn ein Kaufmann hier nach Bamberg kam, der musste seine Ware stapeln. Überall in der Altstadt, verwinkelte Ecken und Gassen, Fachwerkfassaden und fränkische Spezialitäten. Es sieht aus wie Guinness, wie ein dunkles Bier. Und wenn Sie aber drüber riechen, denken Sie wirklich, Sie haben Schwarzwälder Schinken vor sich. Das alte Rathaus, ein bedeutendes Baudenkmal im Stil des Barock und Rokoko. Es markiert die Grenze zwischen dem bischöflichen Bamberg und dem bürgerlichen Teil der Stadt und wurde auf einer künstlichen Insel mitten in den Fluss gebaut. Ein Vermächtnis Kaiser Heinrichs II. Ist der Kaiserdom. Im Inneren befinden sich herausragende Kunstwerke wie der Bamberger Reiter. Er ist sehr berühmt, auch weil man natürlich ein Rätsel um ihn gewoben hat. Man weiß nicht, wer er ist. Kaiser Konstantin, Kaiser Heinrich II., König Konrad III., Philipp von Schwaben, der Endzeit-Messias aus der Apokalypse, der heilige Stefan. Der hat hier in Bamberg die Gisela kennengelernt. Die Gisela, das war die Schwester Heinrichs. Von den Rosengärten hat man einen herrlichen Ausblick auf die Bamberger Altstadt. Man ist hin und her gerissen von der Schönheit, wunderschöne Bauten und viel Kultur. Lange Jahre Wanderruder, also Freizeitruder, und wir haben den Main immer wieder in verschiedenen Etappen durchgerudert. Das wollte ich mal ganz bequem eben als alter Knabe vom Oberdeck aus sehen und mich nicht unten im Boot quälen müsse. Das Schöne ist dabei, dass man sehr viel erlebt. Man kommt von einem Ort zum nächsten, ohne das Zimmer immer ändern zu müssen. Das ist immer dabei, dass das fährt mit. Ob man es jeden Tag trinken will, weiß ich nicht. Aber da gibt es so viele verschiedene Biere halt in Deutschland. Zum Wohl. Hinter Bamberg verlässt die Elegant Lady den Main-Donau-Kanal und beginnt ihre Fahrt auf dem Main. Mit den Kreuzfahrtschiffen zu fahren, war sozusagen ein Traum. Und ich habe mir das Leben irgendwie interessant vorgestellt. Und wollte ich gerne sowas machen. Also jeder Tag ist man irgendwo anders, sammelt viele Eindrücke, fühlt man sich wie eine Person der Welt. Also wir treffen Leute aus allen Ecken der Welt. Mit den deutschen Gästen fühlt man sich wie in einer Familie, ehrlich. Die akzeptieren uns nicht als Bedienungspersonal. Sie sind ja dann sehr lange weg immer von zu Hause. Ist das nicht, hat man da auch Heimweh? Doch,
Und es ist ganz normal, so zu sein. Eben, es wäre schlimm, wenn man kein Heimweh hätte. Aber das denke ich, wir haben selbst gewählt. Gell? Es hat uns keiner dazu gezwungen. Gibt es denn da nicht jemanden, der auch zu Hause wartet? Ein Freund oder eine Freundin? Die Situation bei mir, ich habe keinen Freund zu Hause, weil er hier an Bord arbeitet. Habt ihr euch denn hier an Bord kennengelernt? Ja. Ob Donau, Iller, Lech, Isar, Inn oder Main, Bayerns Flüsse waren für die Menschen über Jahrhunderte Lebensgrundlage. Sie nutzten sie als Transportmöglichkeit, vor allem für den Salz- und Holzhandel auf Flößen und Plätten. Die Kraft des Wassers trieb Mühlen an, bewässerte Felder oder Weinberge. Aus dem Fluss schöpfte man bis in die 1950er Jahre wertvollen Sand und Kies als Baumaterial. Die Flussfische ernährten Familien. Das lebensnotwendige Wasser brachte aber nicht nur Segen. Flüsse richteten durch immer wiederkehrende Hochwasser verheerende Schäden an, bis heute. Schon tauchen auf der Reise die ersten Weinberge auf. Der Sandabbau hat den Main immer mal wieder zu seitlichen Seen erweitert. Fischer hoffen auf guten Fang im Regen, der dann bald einsetzt. Die Stadt Eltmann zieht vorbei. Hier ist die Brücke über den Main für unser Schiff zu niedrig. Der Kapitän muss sich bücken und seinen Führerstand per Augenmaß runterfahren. Ein bisschen bin ich infiziert worden als Jugendlicher, ich komme aus dem Rheinland. Wenn wir da am Siebengebirge mit dem Schiff vorbeigefahren sind, das war ein Tagesausflug und das hat immer Spaß gemacht. Wir haben auf dem Nil schon Kreuzfahrt gemacht, also die Flusskreuzfahrt und auf dem Meer. Das Schöne ist, es gibt vieles gemeinsam und zwar, dass man ein Zimmer, ein Bett hat, man braucht nie ein- und auszupacken und kommt trotzdem an jedem Tag zu einer anderen Gegend, in eine andere Stadt. Und die Abwechslung Natur und Stadt, dass man also einerseits vom Schiff aus Natur erlebt und dann die Städte, in denen man da eben ein bisschen durchwandert, durchläuft. Links am Ufer spitzt die Wallfahrtskirche Maria Limbach durch die Bäume. Ein spätbarockes Kunstwerk des bedeutenden bayerischen Baumeisters Balthasar Neumann. Stunde, wie sie poetisch heißt, gleitet das Schiff vorbei am unterfränkischen Knetzgau. Abends an Bord der Elegant Lady. Während die Passagiere einen Drink in der Panoramabar genießen, sorgt Bordmusiker Krasimir Gospodinov aus Bulgarien für die passende Stimmung. Take another shot of courage. Wonder why the
Geschichte unterhält Reiseleiter Lutz Stemme die Gäste mit Sketchen von Loriot. Und als das Rehlein ging zur Ruh, das Häslein tat die Augen zu, erlegte sie direkt von vorn den Gatten über Kim und Korn. Die Abendgestaltung der Crew. Chef-Caterer Donato Marchi kontrolliert noch einmal den Speiseplan für den morgigen Tag. Bulgarisches Fernsehprogramm für die anderen. In der Panoramabar schwingen die Gäste das Tanzbein. Um Mitternacht schlafen fast alle. Der Kapitän fährt sein Schiff noch zum nächtlichen Liegeplatz in Schweinfurt. Am nächsten Morgen fährt die Elegant Lady weiter in Richtung Süden, am Main-Dreieck entlang, durch malerische Flusslandschaften. Historischen Weinhandelsstadt Kitzingen, idyllisch am Main gelegen mit seinen zwei bemerkenswerten Barockkirchen, eine von Balthasar Neumann und eine von Antonio Petrini, dem Baumeister des Würzburger Juliusspitals. Die alte Synagoge, Erinnerung an eine bedeutende jüdische Gemeinde. Langsam und sanft gleitet das Schiff übers Wasser. Der Himmel offen, überall Weite und Wolken. Die Landschaft zieht vorbei, zeitlos und ewig. Marktbreit, südlichster Zipfel des Main-Dreiecks mit seinem alten Kranen und dem Seinsheimischen Schloss. Bei schlechtem Wetter sitzen die Passagiere im Panoramasalon. Einfach mal ein Buch lesen oder aus dem Fenster schauen. So ein kleines Andenken da oben. Weiter nach Ochsenfurt mit seinen Türmen und Stadttoren. Mittelalterliche Fachwerkhäuser und ein ganz besonderes Rathaus hat dieses Städtchen. Die Fassade bezaubert mit einem Skelett und darüber die Monduhr, die die Mondphasen anzeigt. Ich genieße jetzt hier die wunderbare Ruhe, obwohl es sehr kalt ist jetzt gerade. Aber trotzdem ist es sehr schön. Man kann auch mal nach unten gehen, sich zurückziehen. Und für mich ist es schön heute mal, da ich mit 78 nicht mehr rudern kann und darf vom Rücken her. Es ist natürlich schön, mal das, was man errudert hat, noch mal so zu sehen. Wir sind eben Herrenvierer.
Also Vierer mit Steuermann und die Frauen werden natürlich auch gerne. Und ich bin dann mit dem Fahrrad nebendran gefahren. War auch sehr schön. Fahren. Als Ruderer ist es ja umgekehrt. Ruderer sind ja immer Feiglinge. Die sind mit dem Rücken zum Feind, nur der Steuermann sieht, was los ist. Und man sieht alles, wie man fährt von hinten. Und jetzt sieht man mal von vorne. Das ist auch ein, zumindest ein interessanter Aspekt. Wir wissen jetzt, wo wir hinfahren. Am Boot sehen sie es einfach nicht. Und das ist, aber es ist einfach schön. Was mich wundert, dass man vor den Orten, das ist in der Mosel genauso, zu viel Uferbepflanzung hat. Die Sicht auf die Orte ist weggeholt. Und hier der Main hat sicherlich noch fremdenverkehrsmäßig da etwas zu tun. Das ist von uns allen moniert worden. Sie finden kaum ein Schild vor einem Ort, wie der Ort heißt. Zwischen Ochsenfurt und Würzburg sind wir im Kernland Weinfrankens. Im milden Klima des eng geschnittenen Maintals sind Städte und Dörfer vom Weinbau geprägt. Die Landschaft zieht die Passagiere auch ohne Sonnenschein aufs Sonnendeck. Man grüßt jeden. Am Anfang ist es zwar ein bisschen weniger, aber man kennt sich ja dann nicht oder man hat sich das mal gesehen. Aber das lockert sich nach der Zeit. Man ist also, ich sag mal, hier etwas runtergekommen der Meer. Mit dem Auto kommt man angefahren und dann ist man ja doch noch nicht so ganz runter, durch die, je nachdem, wie, welche Kilometerzahl man schon hinter sich gebracht hat. Und hier kommt man relaxed an und geht das ganz anders an, denke ich mal. Ja, die Städte sich anzuschauen, das hat mir sehr gut gefallen. Bamberg zum Beispiel und jetzt warte ich auf Würzburg. Ich habe das sowieso nicht so im Pulk irgendwo sich mitziehen zu lassen. Und also ich finde das, find das schöner und relaxter, wenn man das so auf eigene Faust macht. Er kennt sich etwas aus in den Städtchen, die wir hier rum haben. Dann gezielte Anläufe, Kneipen, Essen, Sehenswürdigkeiten. Die Mädels gehen dann in die Kirche. Wahrscheinlich haben Bayerns Flüsse auch immer schon als eine Art Spielplatz gedient. In gefrorener Form hervorragend für Schlittenfahren und Schlittschuhlaufen geeignet. Das Wasser gefriert, zumindest an den Flussarmen, in denen die Fließgeschwindigkeit sehr niedrig ist. Das Baden in bayerischen Flüssen war ab dem späten 18. Jahrhundert ein beliebter Freizeitspaß. Im 19. Jahrhundert wurden zunächst nur eine schwimmende Umrahmung aus Holz die ersten Flussbäder gegründet. Wasser ist einfach anziehend. Und das Hainbad in Bamberg ist heute Kult. Fototermin für das Wahrzeichen Würzburgs. Die Festung Marienberg und das Käppele, so wird die Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung liebevoll genannt. Der Regen nimmt keine Rücksicht auf schöne Urlaubsbilder, aber so ist es nun mal. Den Würzburger Touristen, vielleicht sind ja auch Einheimische darunter, ist der Regen allerdings auch egal. Ein Blick von der alten Mainbrücke auf ein Schiff in der Schleuse ist allemal ein Foto wert. Und schon hat der Regen wieder aufgehört. In Würzburg legt die Elegant Lady an. Die Flussreisenden brechen auf zu einem Rundgang durch die Wein- und Kulturstadt.
Über die alte Mainbrücke laufen sie ins historische Zentrum. Auf dem Marktplatz steht weithin sichtbar die spätgotische Marienkapelle aus dem 14. Jahrhundert. Sie wurde von den Bürgern als Zeichen der Sühne errichtet. Am Südportal Adam und Eva, Kopien der Original-Sandsteinfiguren von Tillmann Riemenschneider. Bedeutende Kunstwerke auch im Inneren. Eine absolute Seltenheit ist das Verkündigungsrelief am Nordportal. Ganz oben sitzt Gottvater. Aus seinem Munde kommt ein Sprachrohr. Keine Shisha oder Wasserpfeife. Und in dem Bereich, wo Ornamentik und Sprachrohr sich kreuzen, sehen Sie winzig klein auf dem Sprachrohr ein Baby. Das Jesuskind, das bäuchlings wie auf so einer Wasserrutsche mit dem Kopf voran direkt in Marias linkes Ohr einsaust. Weiter zum Kiliansdom. Der Bau aus dem 11. Jahrhundert zählt zu den größten romanischen Kirchen in Deutschland. Im Lusamgärtchen, dem früheren Kreuzgang des Neumünsterstifts, liegt die Ruhestätte des berühmten Minnesängers Walter von der Vogelweide. Sein Gedenkstein ist stets mit Blumen geschmückt. Eine ereignisreiche Flusskreuzfahrt mitten durch Bayern geht bei Wertheim dem Ende zu. Eine Reise durch die Geschichte des Landes mit seinen Kulturdenkmälern, über Jahrhunderte errichtet von seinen Bewohnern. So wie hier das Kloster Bronnbach. Gerade dieser Zusammenhang, Gäste, Crew, es bleibt, es ist nicht nur Bedienung und Gast, da werden auch Freundschaften gemacht. Also wir haben immer Telefonnummer von verschiedenen Gästen bekommen, die sagen immer, kommt zu uns besuchen oder die kommen uns besuchen. Es ist, wie Viane sagt, eine große Familie für die kurze Zeit, wo wir zusammen sind. Eine Reise durch Bayerns Landschaften, die mit Blick vom Wasser aus einen ganz besonderen Zauber entfalten. Ein Fluss ist mehr als Wasser. Flüsse sind Lebensadern für die Menschen und für die Natur. Vielleicht ist das Geheimnis eines ganz besonderen Urlaubserlebnisses. Dahingleiten durch die Zeit, wobei die Zeit eigentlich irgendwann gar keine Rolle mehr spielt.